Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr könnt schon neben mir sehen hier. Zack, hat ein bisschen länger gedauert. Sorry. Also das Video hat ein bisschen länger gedauert, bis das jetzt kommt. Wir sind fertig. Wir haben jetzt alle Stages durch beim Jahres. Stage Serie, also ist 0, gar nichts. Stage 1, Stage 2 und ich sag mal, na, wie nennen wir es? Sollen wir es 3 nennen, sollen wir es 2 plus nennen? Scheißegal, also Full Bolt-On, alles außer Turbolader. Also wir haben alles verbaut, aber mit Serienturbolader. Wir gucken uns das Kfz mal ganz kurz an und dann sage ich auch mal, was alles verbaut wurde. Und dann schauen wir mal. Da ist er, der kleine Giftzwerg. Also, zunächst einmal ist eine EWG Downpipe montiert mit 200 Zeller. Dann ist eine Miltec Abgasanlage ab Cut drunter. Leistungstechnisch wird die nichts bringen. Obwohl, vielleicht ein bisschen. Dann haben wir eine Venturi Ansaugung, ein Inlet und ein Ladeluftkühler. Turbolader ist nach wie vor Serie. Ja? Software ist natürlich gemacht. Und ich bin der Meinung, dass mehr mit Serienlader so nicht gehen wird. Aber hörst du was? Wir messen jetzt und dann schauen wir mal. Bevor wir jetzt mit Vollgas durchstarten, wollte ich euch kurz darauf hinweisen, ich trinke regelmäßig Y-Food als Zwischenmahlzeit. 35 Gramm Protein da drin, laktosefrei, Ballaststoffe sind drin, glutenfrei und ohne Zuckerzusätze. Also, wenn ihr Bock habt, probiert es mal aus. In der Beschreibung ist ein Link für euch und mit dem Rabattcode DRIFT10 bekommt ihr 10% Rabatt. Also viel Spaß und jetzt Vollgas. Freunde, wir haben zu Ende gemessen und wir sind fertig und ich denke, das Ergebnis, das kann sich wirklich sehen lassen. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Also, wir haben gemessen, serienmäßig 265 PS, 376 Newtonmeter und sind jetzt bei 333 PS, 450 Newtonmeter. Also, 261 haben, wir haben 4 PS, 5 PS mehr gemessen als Serie damals und sind jetzt bei 333 PS mit dieser kleinen Rakete hier. Ja, und dann gibt es eigentlich momentan gar nicht mehr zu machen. Also das Einzige, was wir noch machen könnten, wäre natürlich der große Turbolader, hat ja noch einen. Also abgeladen würde er noch gehen und dann müssen wir mal schauen, was da noch an Leistung wäre. Aber jetzt liefern wir das Fahrzeug erstmal aus. Und gucken wir mal, dass der Kunde erstmal Spaß damit hat und dann vielleicht später nochmal einen dicken Turbolader. Im nächsten Video fahren wir Zeiten, weil die Zeiten, da kann ich mir vorstellen, Leute, die interessieren euch nämlich gewaltig. Deswegen gibt es im nächsten Video die Zeitenjagd. Ganz vergessen natürlich, lasst einen Kommentar da, wie ihr das Video fandet. Abonniert den Kanal und folgt uns. Folgt mir, Franz Simon Drift, folgt auch Simon Motorsport und SMN Motors, wenn ihr Sportwagen kaufen wollt, könnt ihr auch gerne folgen. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Das war's von mir. Subscriben, liken, teilen und bis zum nächsten Mal.